Shepard, treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Schnell! Nächster Kontrollpunkt! Alle Truppen, alle Sichtungen. Nicht unterwegs zur nächsten Ebene. Alle Truppen sammeln! Shepard, nun machen Sie schon! Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken! In Ordnung! Shepard, letzter Angriff hat Sicherheitssysteme beschädigt. Versuche Reparatur! Durchhalten! Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Morden! Meint es wirklich ernst? Die sind zu allem fähig. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Captain Kirahi! Mittlerweile Major! Schön, nochmal mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Warum habe ich sowas nicht? Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Oriotrop, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Sie versuchen, eine Blockade aufzubauen. Feuerschutz, Commander! Rücken Sie vor! Bei einem Angriff von vorne werden wir zerlegt, Pepper. Ein Flankenmanöver wäre erfolgversprechender. Wir müssen die Geschütze ausschalten! Keine Feinde mehr in Sicht! Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Cerberus muss einen Hinweis bekommen haben. Die waren einfach zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn Sie Notfallsysteme umleiten.
irgendwo eine Art Stromversorgung geben. Sie muss in der Nähe sein. Alles klar. Bestätige. Finden Sie das Energieterminal. Müsste in der Nähe sein. Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdner Drax noch. Drax kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Trugladerin gefunden. Sieht sicher aus. Verschwinden wir von hier. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg auf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zum Ehrenkroganer. Landezone. Schaltet sie aus! Shepard, Sie haben uns gefunden! Unter schwerem Beschuss! Wir haben die Kroganerin in die Enge getrieben. Sie unter Beschuss! Verstärkung ist unterwegs! Eindämmungsschild wird schwächer, Shepard! Oh!
Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann ich raus? Abstand halten, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard, sie ist ungeschützt. Ganz schön heftige Feuerkraft. Vielleicht können wir ihn knacken. Sehr beeindruckend. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns! Bringen wir sie weg von hier. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen, unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende.
Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Morden. Schaffen Sie das denn? Natürlich, ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde, beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieb. Wie sieht's aus auf Pelevan? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten.
Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meiner Zivilisation. Die Kroganer sorgen dafür, dass das nicht passiert. Falls sie mit dem Heilmittel Erfolg haben. Das werden wir. Das müssen sie auch, Commander. Ich will nicht der letzte Primarch der Geschichte sein. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelleven. Ich möchte bei meinen... Wenn die Kroganer uns auf Pelleven helfen, haben sie mein Wort darauf. Ihre auf Tuchanka abgestürzten Männer, wie viele sind das? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Wenn ich meinen Arsch dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Mein Sohn, ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Das ist alles. Natürlich, Commander. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper-Tech und verglichen damit hätten die Salarianer genauso gut mit Steinen werfen können. Commander, wir haben neue Berichte über Cerberus-Aktivitäten auf Tuchanka. Ich habe es auf der Galaxiekarte markiert. Commander, schön, Sie wiederzusehen. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank Ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariake Tech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Die Kroganer und die Turianer sollten sich wirklich hinter die Allianz stellen. Sie haben so viel gemeinsam. Sie schießen gerne auf Sachen, sie wollen nicht sterben und... Nein, das war's schon.
Es ist gut, dass Sie da sind. Ich habe Fragen zur Genophage. Sie und jeder andere. Worum geht es, Edie? Eine Kroganerin im Brutalter kann innerhalb eines Jahres Gelege mit bis zu 1000 befruchteten Eiern produzieren. Auf Tuchanka leben über 1 Milliarde Frauen. Wenn nur 1% voll fruchtbar wird, bedeutet das 10 Milliarden Kinder. Insekten haben auch viel Nachwuchs. Der Großteil davon stirbt. Der Schwund wäre natürlich hoch, aber der Staat hat ein Interesse daran, dass die Kinder zu Kriegszwecken am Leben bleiben. Noch weitere lustige Gedanken? Logistik. Selbst als Verbündete könnten wir die Kroganer nur schwer zu den Schlachtfeldern von Palavan transportieren. Sie wurden entmilitarisiert, haben also keine Kriegsschiffe. Was schlagen Sie vor? Sie brauchen für den Transport turianische oder zivile Schiffe. Mit Ihrer Erlaubnis sorge ich dafür, dass diese Schiffe bereit sind, wenn Sie die Kroganer als Verbündete bringen. Okay. Sonst noch etwas? Lebensmittel. Es gibt keine Nahrung für Sie auf Palavan. Sie müssen sie selbst mitbringen oder von Ihren Buckeln zehren. Das wird ja wirklich immer besser. Außerdem brauchen die Kroganer Sedativa, weil sonst in dem engen Raum auf den Schiffen Kämpfe unter ihnen ausbrechen. Sorgen Sie dafür. Noch irgendein Anlass zur Besorgnis zum Schluss? Nichts, womit ich Sie belästigen müsste. Die Einladung der Kroganer zum Kriegsgipfel ist also gut verlaufen? Soll ich die Batarianer auch einladen? Oder die Watcher? Nur durch Bündnisse haben wir überhaupt eine Chance gegen die Reaper. Schon, aber Kroganer? Ein besserer Plan wäre mir lieber. Zeitreisen vielleicht. Oder den Reapern die Liebe bringen. Trotzdem ist es schön, dass Morden zurück ist. Die Bösen sollten kein Monopol auf verrückte Wissenschaftler haben. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Commander Shepard? Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard, wir haben gerade... Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Rex. Entspannen Sie sich. Man sollte immer vorsichtig sein und keinem salarianischen Arzt trauen. Der hier ist anders. Ach ja? Was ist das? Einfacher Bluttest. Was für ein... Der Genophage beendet. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er war Ihre Insiderquelle, Rex. Sie können ihm trauen. Salarianer haben komplexe Gedanken. Man weiß nie, ob sie einen nicht in eine Falle locken. Falle? Ivas Freilassung, mein Werk. Hätten sonst nie von ihrer Existenz erfahren. Vielleicht. Aber jetzt ist sie draußen. Wenn ihr was zustößt, werde ich es fühlen. Verstanden. Aber meine Patientin, meine Verantwortung, ihr Wohl hat Priorität. Werde nicht zulassen, dass jemand ihr schadet. Sie haben ja Eier, Doktor. Beschützen Sie sie. Unsere Frauen haben genug durchgemacht. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Ich komme wieder. Verbreitete Phobie, Angst vor Nadeln. Oder salarianischen Ärzten. Muss jetzt arbeiten. Bevorzuge Frauen der Spezies. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander.
Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit...